Hi! Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was mit euren Spanngurten ist, wenn ihr über die Grenze fahrt? Woran denkt ihr, wenn ihr so einen LKW seht? Oder wenn ihr einen Wohnwagen seht oder einfach mit dem Auto unterwegs seid? Ihr wollt in ein fernes Land. Und was macht ihr, wenn ihr in ein fernes Land fahrt? Ihr fahrt über die Grenze. Und kennt ihr das Gefühl, wenn ihr über die Grenze gefahren seid? Diese Schilder, die da stehen, da steht immer drauf so Stadtgeschwindigkeit, Überlandgeschwindigkeit, Autobahngeschwindigkeit. Ah, kurz danach bin ich immer so ein bisschen unwohl und gucke erstmal auf mein Tacho. Habe ich die richtige Geschwindigkeit? Und manchmal bin ich ein bisschen konfus nach 2-3 Kilometern. Wie war denn die Geschwindigkeit jetzt? Und genau jetzt hier, was ist denn mit denen hier? Den Spanngurten, wenn ihr unterwegs seid. Sind die überhaupt zulässig in dem Land, wo ihr hinfahrt? Stellt euch vor, ihr habt eure Ladung auf euren Anhänger gesichert. Ihr fahrt über die Grenze und ihr wisst echt nicht Bescheid. Die Spanngurte, die haben so ein blaues Label, habe ich euch von erzählt gehabt. Das ist die DIN 1295-2. Und genau diese DIN, in dieser DIN haben sich viele Staaten angeschlossen, die CEM-Staaten. Und diese CEM-Staaten blende ich euch hier einfach mal ein. Das heißt, wenn ihr in eins dieser Länder fahrt, da könnt ihr davon ausgehen, ihr seid safe. Ihr braucht euch keine Gedanken machen, wenn ihr angehalten werdet. Sei denn, der Spanngurt hat die Ablegereife nicht erreicht und ist noch heil und alles in Ordnung. Aber labeltechnisch gesehen seid ihr in diesen CEM-Staaten safe. Fahrt ihr jetzt aber in ein Land außerhalb, zum Beispiel USA, Afrika, viele andere Länder auch, also dieser Spanngurt zum Beispiel von mir, der ist in den USA nicht zulässig. Nicht, weil er technisch nicht zulässig ist, sondern einfach von der Norm her, weil die Norm ist dort nicht zulässig, weil die USA nicht zu den CEM-Staaten gehört. Seid ihr aber in vielen Ländern Europas unterwegs, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr sicher durch die Gegend fahren könnt. Und auf eurer nächsten Reise, wenn ihr über die Grenze fahrt, wie gesagt, in die CEM-Staaten, seid euch sicher, ihr seid safe. Fahrt ihr außerhalb der CEM-Staaten, erkundigt euch vor Ort über die lokale Gesetzgebung. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.